Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. So sagt Thomas, einer der Jünger Jesu, nach dem Bericht des Johannesevangeliums, als die anderen Jünger ihm von der Auferstehung Jesu berichten. Er sagt nicht einfach, ich will ihn mit eigenen Augen sehen, sondern er spricht von den Nägelmalen. Für mich steckt darin ein ganz wichtiger Hinweis für unseren Umgang mit der Osterbotschaft heute. Wir können den auferstandenen Christus in der heutigen Welt nicht sehen, sein Wirken nicht erkennen, ohne auf die Nägelmale zu schauen. Eine Osterfreude, die darauf gründet, dass wir unsere Augen vor dem Leiden in der Welt verschließen, wäre keine wirkliche Osterfreude. Ja, wir lassen uns anrühren von den Wundmalen in der Welt. Aber wir wissen, damit ist es nicht zu Ende. Der Weg geht weiter. Die Wundmale verschwinden nicht. Aber der Weg führt nicht in die Dunkelheit, sondern ins Licht. Christus ist auferstanden. Die Welt ist nicht dem Untergang geweiht, sondern dem Aufscheinen des neuen Himmels und der neuen Erde, in dem kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein wird und alle Tränen abgewischt sind. Vor wenigen Wochen waren hier hinter mir keine Blüten, nur kahle Zweige. Und jetzt sind sie hervorgebrochen, die Blüten. Sie helfen mir auf sinnliche Weise, das wirklich in der Seele zu verstehen. Christus ist auferstanden. Das Leben ist stärker als der Tod. Geht in dieser Gewissheit österlich gesegnet und behütet in diesen Ostermontag.